Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed. Wir sind hier immer noch in Akkon unterwegs und stehen kurz vor dem Attentat auf Siebrand, haben aber noch ein bisschen was zu erledigen. Zum Beispiel, was wir uns schon markiert haben, eine Bürgerrettung. Und das machen wir jetzt auch als nächstes. So, und auf dem Weg dahin nochmal der Hinweis an euch. Das ist eine jetzt der Folgen, die ich leider nachsynchronisieren muss, da ich da bei mir die Tonaufnahme nicht funktioniert hat bei der ersten Aufnahme. Das betrifft die Folgen 55 bis 60, also knappe 6 Folgen, und die wollte ich euch nicht ohne Ton antun. Deswegen habe ich mich entschlossen, ab Folge 56 das Ganze zu synchronisieren. So, jetzt treffen wir mal hier den Bürger, beziehungsweise die Bürgerin. Zack, das geht recht schnell hier. Wenn da nicht noch immer wieder Wachen nachkommen würden, verdammt. So. Na, kriegst du noch eine mit? Das sollte reichen. Oh, heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. So, wir haben alle Bürger gerettet im Bürgerviertel von Akkon. Sehr gut. Uiuiui, da ist Wasser, da wollen wir nicht runter. Alter, ihr und Wasser, das passt einfach nicht zusammen. Das haben wir schon mal gelernt. In einem der letzten Folgen, wo wir den Turm da hinten erklimmen wollten. Und das wollen wir nämlich jetzt nochmal versuchen. So, genau. Und hier will ich eine mitgeben, bevor du mich nämlich ins Wasser schubst. Schubse ich dich nämlich ins Wasser und tschüss. Okay. So, jetzt schauen wir mal, wie wir am besten zu diesem Turm gelangen. Genau, über dieses Bötchen hier vielleicht. Versuch's mal. Richtig. Ja. Und da geht's wieder ab ins Wasser und Alter, ihr ertrinkt sofort. Das hat mich sowas von genervt Wenn in Sie diesem von Wachen Spiel. entdeckt wurden, unterbrechen Sie deren Sichtkontakt und verstecken Sie sich. Bleiben Sie in Ihrem. Erst recht, wenn man denken müsste, so an dieser Mauer kann er sich doch eigentlich festhalten. Das war nämlich eigentlich so mein Gedankengang. Und man wird, nachdem man dort gestorben ist, nämlich zurück zum nächsten Speicherpunkt gesetzt, da wo wir den letzten Bürger gerettet haben. Und zum Glück war der nicht allzu weit entfernt. Deswegen können wir direkt jetzt einen zweiten Versuch starten. So, markieren wir uns das nochmal. Ist zwar nicht notwendig, aber ich habe es einfach mal gemacht. So, hier hoch auf das Bötchen, auf das nächste Bötchen. Gucken wir mal, dass wir auf einem anderen Weg hier rüberkommen. Geht's da über die Pfähle besser oder lieber rechts über die Boote? Das war nämlich meine Überlegung, als ich das Ganze gespielt habe. Ihr dürft nicht Ich hier bin sein. dann rechts rumgegangen, weil ich dachte, dass da vielleicht irgendwie ein Zugang ist. Geht, Bauer, bevor ich euch wegjagen muss. War zwar kein richtiger Ihr Zugang, habt hier aber man nichts hatte zu hier auf jeden suchen. Fall schon mal eine Geht! Mauer, wo man sich festhalten konnte. Genau, und den erstmal mit einem Wurfmesser erledigt, damit der uns nicht noch abschießt und wir ins Wasser fallen. Das wäre dann super ärgerlich gewesen. Und Hallo schon hängen wir an Gut. der Mauer, Wo hast das du ist dich sehr gut. verkrochen? So, da sind aber leider noch mehr Wachen, aber auch nicht so viele, dass die uns Was? groß Probleme Wer hat das bereiten getan? könnten. Genau, die ist ganz schnell erledigt.
Der nächste greift an. Machen wir uns gar nicht erst die Mühe hinzurennen. Haben wir direkt mit dem Wurfmesser erledigt. Da können wir auch ganz gut verschmerzen, dass er uns mit einem Pfeil getroffen hat. So, jetzt müssen wir nur noch schauen, wie wir diesen Turm hier hochkommen. Auf der einen Seite ging es schon mal nicht. Das sieht genauso wenig erfolgsversprechend aus. Aber hier, über die Tür müsste das doch gehen. Doch nicht. Doch, muss doch gehen. Komm, streng dich mal ein bisschen an, Alter, ihr. Ah, okay, hier war ein Gerüst. Genau, genau. Wären wir mal andersrum um den Turm gegangen, dann hätten wir schneller gefunden. Naja. So, und auf nach oben geht's. Hier in diesem Hafengebiet muss sich ja auch irgendwo dieser Seebrand aufhalten. Unser nächstes Attentatsziel. Aber noch wird er uns ja nicht angezeigt. Sonst könnten wir das direkt hier mit erledigen. Aber nein. So, wir müssen hier einmal rum. Genau, da sind diese Binöckel, an denen wir uns dann festhalten können, um weiter nach oben zu können. So, an dem Gitter geht's weiter hoch. Dann müssten wir doch langsam oben sein. Genau, eine Wache findet sich hier auch nicht. Das ist immer gut und wir können synchronisieren. Erstmal noch umschauen, weil es hier so hübsch ist. Und dann wird synchronisiert. So, genau, in Assassin's Creed Black Flag könnte man jetzt hier super ins Wasser springen. Aber mit dem guten Alter ihr nicht. Und zum Glück war da ein Heuhaufen, den ich auf dem Schiff ausgemacht habe, sonst hätte ich da wieder runterkraxeln müssen. So, das sind Partisanen, das ist kein Missionsziel. Und da haben wir noch einen Taschendiebstahl zu erledigen. Bevor es dann auf zum Assassinenbüro geht. Und wir uns Seebrand widmen können. Wird ja auch langsam mal wieder Zeit. Müssten nur aus diesem blöden Hafengebiet hier wieder rauskommen. So, da ist eine Wache. Auf das Bötchen drauf. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Auf das nächste Bötchen. Sehr gut. Da springt er wieder daneben. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber nun ja. Wenn sie einen starken Angriff kontern, hatte dermaßen diesen Holzpfahl anvisiert. Der konnte eigentlich gar nicht daneben springen. Aber nur hängen wir wieder auf dem Turm und fangen wieder an, wo wir gestartet sind. Und runter. Täglich grüßt das Murmeltier. Hallo, Wache. Solltest uns eigentlich schon kennen. Kommt nicht näher. Genau, und schon reagiert er auf uns. So, hat ihm aber nichts geholfen. Versuchen wir das Ganze nochmal. Mal gucken, bin ich da den gleichen Weg gegangen oder habe ich mich für einen anderen Weg entschieden? Weil eigentlich ging es ja recht gut hier drüber. Nee, ich scheine einen anderen Weg gegangen zu sein. Genau, da sind wir nämlich viel näher an so einem Steg dran. Oh, jetzt nicht noch so kurz vom Ziel hier runterfallen. Sehr gut. So. Genau, den Taschendiebstahl müssen wir uns natürlich neu markieren. Durch unseren Schwimmking Alter Ihr haben wir nämlich diese Markierung verloren, durch den Tod, den er da gestorben ist. Ich habe viel Fall zu bieten. So, wo geht's denn hier lang? Nun, ich bin sicher, dass
Hoppala, gestolpert. Hier geht's rechts rum, genau, durch dieses Tor durch. Uiuiui, jetzt nicht noch hier für Unruhe sorgen. Lassen wir die mal stehen und machen uns lieber vom Acker. Da haben wir nämlich den nächsten Taschendiebstahl. Na, nee, sehen können wir die noch nicht. Die sind nämlich hier die Ecke rum, genau, die zwei Herrschaften, die hier stehen. Dann setzen wir uns mal auf die Bank. Wir sind noch zu auffällig, wir sind zu nah dran. Also entfernen wir uns ein bisschen und starten das Ganze. Sagt ihm, ich sage nein. Ich lasse nicht zu, dass Soldaten sich in mein Geschäft einmischen. Hör zu, alter Mann. Nein, ihr hört mir zu. Das ist mein Hab und Gut nicht seins. Selbst wenn Jesus Christus den Mann persönlich ermächtigt hätte. Es ist keine Bitte, es ist ein Befehl. Oh, das ist ja drollig. Er könnte nicht mal kleine Kinder befehligen. Ich habe gesehen, was er aus dem Hafen gemacht hat. Mich wird er nicht ruinieren. Lest einfach den Brief. Ihr werdet sehen, seine Bedingungen sind großzügig. Ach gut, ich werde mir sein Angebot anschauen. Ich glaube aber nicht, dass ich meine Meinung ändern werde. Und jetzt geht, hinfort. So, dann pirschen wir uns mal an. Nur setz dich mal in Bewegung, guter Mann. Dankeschön. Und schon haben wir, was wir brauchen. Brief, der sagt, dass Siebrand keine Wachen in den nördlichen Docks postiert hat. Das ist bestimmt eine gute Info, die wir noch gebrauchen können. Die nördlichen Docks sind also nicht bewacht. Und das war es auch schon in Missionen hier in Akkon. Können wir uns also auf den Weg ins Assassinenbüro machen. Lassen uns nochmal schubsen. Vielen Dank auch. Und das machen wir über den Dächern. So, auf geht's. Schleich dich mal dahin. So, nur noch knapp 40 Meter, dann sind wir da. Das ist sehr gut. So, da hinten können wir es auch schon sehen. Dann gehen wir mal direkt da rein. Und hören uns schon mal an, was unser Verbindungsmann zu sagen hat, beziehungsweise wir berichten von unseren Nachforschungen. Seid gegrüßt, Bruder. Wie verläuft eure Suche? Ich weiß alles, was ich über mein Ziel wissen muss. Dann teilt euer Wissen mit mir. Siebrand soll von Sorgen zerfressen sein. Sein bevorstehender Tod treibt ihn zur Raserei. Er hat den Hafenbezirk abgeriegelt und verbirgt sich dort, wartet auf die Ankunft seines Schiffes. Das macht die Sache gefährlicher. Ich frage mich, wie er von eurer Mission erfahren hat. Die Männer, die ich tötete, stehen alle in Verbindung. Al-Mualem warnte mich, dass die Kunde meiner Taten sich ausbreiten würde. Seid auf der Hut, Altair. Seid dessen sicher, Rafik. Doch wird dies mein Vorteil sein. Angst wird ihn schwächen. So, genau, das war's. Und im nächsten Part widmen wir uns dem Attentat auf Siebrand. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Er wird sich nämlich auf seinem Schiff zurückziehen. Und das nutzen wir sofort aus. Bis dann. Ciao.